ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Ein unbekanntes Schiff zog seine Bahn durch den dunklen Nachthimmel und sein Ziel waren die abgelegenen Berge von Antara. Als die hintere Frachttür sich öffnete, erblickte man einen hochgewachsenen Mann in einer Kampfrüstung, wie sie normalerweise nur von Elitesoldaten getragen wurde. Neben ihm trat ein Kind ins Freie. Das Kind wandte sich an den Soldaten und fragte: "Wie lange werden wir bleiben?" Der Soldat hatte bereits viel Erfahrung gesammelt, war in zahlreichen Schlachten gestanden und trug zahlreiche Narben davon. Doch nichts hatte ihn darauf vorbereitet, diese einfache Frage ehrlich zu beantworten. Er konnte es nicht über sich bringen, dem Kind zu sagen, dass es seine gesamte Kindheit dauern würde. Er musste abwarten, wie sich die Situation entwickeln würde. Vielleicht hätte er das Glück, mit Vivian ein friedliches und altersgerechtes Leben führen zu können. Dennoch war es notwendig, Vivian auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten, das konnte er hervorragend. Er würde ihr alles beibringen, was sie wissen musste, um im Kampf gegen ihre Großtante bestehen zu können. Er war froh, schon vor vielen Dorsek dieses und andere Verstecke mit seinen Kameraden angelegt zu haben. Seine Kameraden, wie viele mochten noch am Leben sein? Nachdem das Bündnis der Terillianer zerbrochen war und die Ankunft des Schwarmschiffs endlich Frieden in diesen Teil der Galaxie brachte, gaben die Terillianer offiziell bekannt, dass jeder Versuch ihrer Streitkräfte Vivian zu schaden mit strengen Strafen geahndet wird. Aileen kehrte zu ihrer eigenen Art zurück, während Vivian die Artefakte und die ihr verliehenen Fähigkeiten behalten durfte. In Vivians lichtdurchflutetem Quartier herrschte eine angespannte Stille. Der Geruch alter Bücher und vergilbten Papiers lag in der Luft, während ihre Gedanken um die Erinnerungen mit ihrem Ziehvater Raynox kreisten. Nachdem sie den Terillianischen Plan öffentlich gemacht hatte, musste die Terillianische Regierung klein beigeben. Sie hielt inne und blickte auf den lilafarbigen Kristall, der im Inneren der Box lag und ein schwaches Licht abgab. Zögernd nahm sie ihn in die Hand, und in diesem Moment geschah das Unglaubliche. Ein holographisches Bild formte sich vor ihr und die Gestalt eines alten Mannes in einer Rüstung erschien. Ich bin Xeltran von Grothar, letzter überlebender regierungsfähiger Monarch von Keloria. Ich übergebe dieses Kind, Vivian von Grothar, künftige Herrscherin von Keloria, an meinen treuen Gefolgsmann und besten Freund Raynox von Freck mit der Bitte, ihr Leben zu retten. Wenn sie bereit ist, soll sie zurückkehren und ihre Großtante vom Thron stoßen. Meine Schwester Elenary hat alle in der Erbfolge auch Vivians Eltern getötet. Die einzigen Überlebenden sind Vivian und ich. Möge das wahre Recht über die Niedertracht siegen. Vivians Emotionen schwankten zwischen Furcht und Hoffnung, zwischen Verwirrung und Entschlossenheit. Diese Enthüllung war mehr als nur eine Nachricht. Sie versprach ein Abenteuer, das die Grenzen ihrer bisherigen Existenz sprengen könnte. Vivian wusste, dass der Weg vor ihr ungewiss war, aber das Unbekannte schien ihr auf einmal weniger furchterregend und mehr wie eine Einladung zu sein. Es war an der Zeit, ihre wahren Wurzeln zu entdecken und die Geschichte hinter der geheimnisvollen Box und dem lilafarbenen Kristall zu entschlüsseln. Es ist schon eine Erleichterung, wenn einem das terillianische Militär nicht mehr im Nacken sitzt. Wir hatten ja nur zwei Möglichkeiten.
Zum einen, wir sorgen dafür, dass das Tyrellianische Militär alleine dasteht, ohne ihre Verbündeten. Oder es gibt einen Krieg, den man sich gar nicht vorstellen mag. Was dabei für Machenschaften der Tyrellianer zutage gekommen sind, konnte keiner vorher ahnen. Genau das konnte keiner ahnen. Ihr müsst zugeben, dieses Schwarmschiff ist gewaltig groß. Ich war mit Daisy in einer technischen Abteilung. Nur um zu sehen, was sie an Robotern an Bord haben. Ich habe mich da mit einer sehr netten Frau unterhalten. Das ist doch schön. Konntest du in Erfahrung bringen, wie weit sie technisch sind? Ja, konnte ich. Die Frau, mit der ich mich unterhalten habe, war ein Cyborg. Sie wirkte so natürlich. Apropos, mir ist aufgefallen, dass Daisys Bewegungen etwas flüssiger sind. Achtet mal bitte darauf, nicht, dass ich mir das nur einbilde. Guten Morgen, Leute. Haben wir in unserer Datenbank etwas über einen Planeten namens Keloria? Guten Morgen, Captain. Guten Morgen, Captain. Guten Morgen, Vivian. Ich bin ganz Ohr. Keloria, noch nie etwas davon gehört. Sish, woher auch? Ich lese vor, was ich gefunden habe. Der Planet Keloria befindet sich in der Dimension Grota. Er ist nur über einen speziellen Dimensionsübergang im Luminis-Cluster zu erreichen. Die Bewohner von Keloria haben eine deutlich längere Lebensdauer als die Iridianer. Ihre Ausdauer ist zudem mit keiner anderen gegenwärtig bekannten Spezies vergleichbar. Die gegenwärtige Herrschaft auf Keloria hat sich durch einen blutigen Staatsstreich etabliert, weshalb es ratsam ist, diesen Planeten zu meiden. Seit dem Putsch sind keine Informationen mehr über Keloria verfügbar. Captain, das sind alle Informationen, die ich Ihnen geben kann. Danke, Dax. Das ist schon wesentlich mehr, als ich vor 5 Parsec hatte. Was haltet ihr davon, machen wir einen Ausflug in den Luminis-Cluster? Captain, einen Ausflug. Ich kenne Sie gut genug, dass Sie etwas wissen, was Sie uns nicht gesagt haben. Danke, Sish. Du sagst, was ich gerade gedacht habe. Also, Vivian, um was geht es? Vivian holte den Kristall aus ihrer Hosentasche hervor und einen Moment später erschien das Hologramm ihres Großvaters. Ich bin Xeltran. Die Crew war erstaunt, als sie erfuhren, woher ihr Captain stammt. Ich hatte es bis heute völlig verdrängt. Zu meiner Entschuldigung. Ich war erst 6 Jahre alt, als wir flüchten mussten. Raynox hat auch nie darüber gesprochen. Erst als ich den Kristall heute zum ersten Mal in die Hand nahm, fiel es mir wieder ein. Vivian, mache dir deswegen keine Sorgen. Ich glaube, ich spreche für uns alle, egal was damals passiert ist. Wir stehen zu dir. Ja, Captain Jackson hat recht. Captain, wir stehen weiter zu Ihnen. Ich danke euch. Wie weit sind wir mit dem Kurs? Die genaue Lage des Lumini-Clusters ist mir unbekannt. Ich weiß jedoch von einem unerforschten Nebel im Sektor Taurus, 9947. Sish, dann lass uns dorthin fliegen. Wir werden sehen, ob es der richtige ist. Hat jemand Daisy gesehen? Jetzt, wo du es sagst, ich habe sie am Replikator in der Küche gesehen. Ich hatte mir nichts dabei gedacht. Ich nahm an, sie holt Essen für dich. Nein, das hat sie nicht. Ich gehe sie holen. Nicht nötig, Dex. Ich bin schon da. Daisy? Ja, ich bin es. Dex, während du dich mit Marilyn unterhalten hast, hat mir Krieg eine neue Hydraulikflüssigkeit verpasst. Was soll ich sagen? Es hat mich verändert. Ich bin mir jetzt bewusst. Daisy, willkommen in der Crew. Ich bin erfreut, dich kennenzulernen, Daisy. Wenn du etwas brauchst, sag es. Ja, willkommen, Daisy. Dem kann ich mich nur anschließen. Willkommen, Daisy. Ich danke euch allen. Sish, wir sind vollzählig. Du kannst starten. Jawohl, Captain. Vivian und ihre Besatzung stellten weit mehr dar als lediglich einen Kapitän und seine Crew. Sie waren, ohne dass jemand es jemals ausgesprochen hätte, echte Freunde. Jeder einzelne von ihnen war voller Vorfreude auf das Abenteuer, das im Sektor Taurus 9947 auf sie wartete. Beeindruckend. Wir sind die Ersten, die diesem Nebel so nahe sind. Ihr habt recht, es ist in jeder Hinsicht beeindruckend. Dax, was sagen unsere Scanner?
Der Nebel hat eine Ausdehnung von 1,5 galaktischen Einheiten. In 10.000 K-Klick zeigt der Scanner eine metallische Struktur an. Die chemische Zusammensetzung ist ebenfalls sehr interessant. Sisch, nimm bitte Kurs mit Sol 1 auf die metallische Struktur. Dax, du überwachst die Struktur. Kurs liegt an Captain. Tja, Captain, ich behalte den Scanner im Auge. Warum hat diesen Nebel noch keiner untersucht? Das ist doch sehr ungewöhnlich, oder bin nur ich dieser Meinung? Möglicherweise, weil er so weit weg ist, wobei dies kein wirkliches Argument ist. Aber jeder Versuch, dies erklären zu wollen, wäre rein philosophisch, weil er nur auf Annahmen beruhen würde. Daisy, ich bin beeindruckt. Wer ist dieser Krieg? Er ist Harkulaner, einer von drei, die zum Schwarm gehören. Das erklärt so einiges. Es erklärt auch, warum der Schwarm technisch so überlegen ist. Die Vergo nähert sich langsam der unbekannten Metallstruktur. Als die Metallstruktur als havariertes Schiff erkennbar wird, stoppt Sisch die Vergo völlig. Was haltet ihr von der Situation? Das Schiff scheint havariert zu sein. Auf uns gewartet haben kann es wohl kaum. Die Scanner stellen keine Emissionen fest, was den Schluss nahelegt, dass Jackson recht hat. Ich schlage vor, dass wir erst eine Drohne hineinschicken. In Ordnung, schicken wir eine Drohne rüber. Im Namen des Bewahrers der Zeit schwören wir dir, Vivian von Grota, künftige Herrscherin von Keloria, die Treue. Ich fasse es nicht. Jackson, er hat schon wieder die Finger im Spiel. Vivian, er sagte ja, dass er die Zeit nicht linear erlebt, so wie wir. Er hat großes Interesse an dir. Es muss etwas geben, das dies erklärt. Captain, das havarierte Schiff hat sich vollkommen stabilisiert. Es werden soeben Daten übermittelt. Was für Daten sind das? Positionsdaten von Keloria sowie die Aufzeichnung einer Übertragung. Dax, spiele bitte die Aufzeichnung ab. Einen Moment. Die Aufzeichnung läuft. Miss Vergo, die Cyborgs auf der Serena sind Ihnen gegenüber absolut loyal. Aus Ihrer Sicht habe ich die Serena lange vor Ihrer Geburt platziert. Sie fragen sich, warum waren Sie auf Juwel? Warum haben Sie die Fähigkeit, sich und andere zu zappen und ebenso diesen Schutzanzug, der Sie völlig unsichtbar macht, bekommen? Sie sollen jetzt die Antworten bekommen. Die Halskette habe ich Ihnen angedreht, es ist eine Schlüsselkette. Sie werden bald vor verschlossenen Toren stehen, für die es keinen Schlüssel gibt. Warum waren Sie auf Juwel? Ihre Großtante verwendet unrechtmäßig ein Zeitkristall, wodurch sie für einen normalen Kelorianer unbesiegbar ist. Sie und Jackson werden jedoch nicht von diesem Zeitkristall beeinflusst. Warum zappen?
Sie müssen ihre Großtante in den Portalturm auf Keloria einsperren. Es ist ein Zeitgefängnis, in das sie nur mit einem besonderen Schlüssel und Zeppen kommen. Der Wächter des Turmes darf sie nicht sehen. Sind sie erst einmal mit ihrer Großtante darin, müssen sie sofort wieder herauszeppen. Im Turm sollten sie nicht lange verweilen. Ach ja, sagen Sie Nox einen Gruß von mir. Wow, was jetzt? Ruhe bewahren. Lasse die ganzen Informationen erst wirken. Wir sollten erst einmal auf diesen Nox warten. Bis Nox erschien, sollte es noch einige hundert Parsec dauern. In dieser Zeit entschied sich Vivian, die Besatzung der Serana an Bord der Vergo zu nehmen. Während sich Vivian mit ihren neuen Crewmitgliedern vertraut machte, unterhielten sich Dax und Daisy. Dax versuchte, Daisys Kleidungsstil etwas zu korrigieren. Daisy, ich verstehe, dass dir diese Farben und der Glanz sehr gefällt. Es gibt jedoch eine ungeschriebene Regel, was Kleidung betrifft. Ist sie falsch? Meine Kleidung? Es gibt erotische Kleidung, die nur für ganz bestimmte Anlässe geeignet ist. Und es gibt funktionelle Kleidung, die man bei der Arbeit trägt. Ich glaube, ich verstehe. Meine Kleidung ist nicht funktionell. Richtig, Daisy, wenn ich dich in der ersten Zeit beraten dürfte. Aber sicher, Dax. Es wäre mir sogar sehr recht. Wir dürfen gespannt sein, wie die Beratung von Dax aussehen wird. In der Zwischenzeit im Frachtraum der Vergo. Gordon. Ehrlich gesagt, ich bin es nicht gewohnt, mit Herren angesprochen zu werden. Ich würde es gerne dabei belassen, dass ihr mich mit Vivian ansprecht. Wie ihr wünscht, Vivian. Gut, hat er euch einen Plan mitgegeben? In der Tat, Nox wird in wenigen Parsec ankommen. Der Plan sieht vor, dass er mit einem größeren Schiff kommt. Alles Weitere entzieht sich meiner Kenntnis. Captain, ich denke, Sie kommen besser auf die Brücke. Dax, ich bin unterwegs. Vivian, Ende. Gordon, Jackson begleitet mich bitte. Dax, hat sich der Captain des Schiffs schon gemeldet? Bis jetzt nicht, Captain. Dax, öffne bitte einen Kanal. Captain, Sie können sprechen. Fremdes Schiff. Hier spricht Captain Vivian Vergo. Geben Sie sich bitte zu erkennen. Ich bin Nox vom Schlachtkreuzer Dakor. Ich schicke Ihnen die Koordinaten der für Ihr Schiff reservierten Landebucht. Ich freue mich, Sie in Kürze persönlich zu treffen. Nox, Ende. Sish, du hast es gehört. Jawohl, Captain. Kurs liegt an. We'll be right back.
Willkommen an Bord der D-Corps. Wir starten gleich zum Lumini-Cluster. Die Serana wird hier bleiben. Die Dakor ist riesengroß. Wir werden wohl kaum unbemerkt bleiben. Vivian, die Dakor ist ein neues Schwarmschiff. Sie besitzt Technologien wie der Schwarm. Wir werden unbemerkt bleiben. Die Dakor wird die Sol- und Hyperantriebe der Kelorianer auf der Quantenebene blockieren. Das gleiche gilt für Energiewaffen. Ein Schwarmschiff? Wie das? Der Bewahrer der Zeit war der Meinung, ihnen vertrauen zu können. Lassen Sie uns aufbrechen. Navigation, starten Sie Kurs nach Keloria. Der Übergang in die Dimension Grota war ein atemberaubendes Phänomen. Lichtblitze tanzten um den Schiffsrumpf der Dakor, während sich der Raum um Vivian und ihre Crew in kaleidoskopische Farben verwandelte. Die Zeit schien einen Moment stillzustehen und die Grenzen der Realität verschwammen, als sie die Schwelle zu Grota überschritten. Die Ankunft war sowohl überwältigend als auch beunruhigend. Jeder Atemzug war ein Zeugnis des Unbekannten. Captain Knox, ein erfahrener Kommandant mit einem scharfen Verstand, versammelte die Besatzung. Kameraden, wir stehen vor einer beispiellosen Herausforderung, begann er. Der Schlachtkreuzer Dakor ist unser Schlüssel. Jedes Modul ist nicht nur ein Teil von uns, sondern ein eigenständiges Schiff. Gemeinsam können wir die planetare Verteidigung deaktivieren. Doch bevor wir das tun, müssen wir den Planeten Keloria erkunden. Vivian zierte sich einen Moment, während die Erinnerungen an ihre Großtante Elenary in ihr aufstiegen. Elenary hatte ihre ganze Familie getötet, brutale Machenschaften geführt und nur ihrem Großvater war es gelungen, sie Vivian zu retten. Sein Schicksal war ein Rätsel und es nagte an Vivians Entschlusskraft. In dieser neuen Dimension war Gefahr überall und jeder Schatten könnte die Spur zu ihrer Vergangenheit tragen. Die Crew bereitete die Virgo auf den nächsten Schritt vor. Jackson, ein harter Veteran, konnte sie nicht begleiten. Er war kein Kelorianer und wäre auf Keloria für Vivian nur hinderlich. Vivian wusste, dass sie allein reisen musste, leise wie ein Schatten, um nicht aufzufallen. Ihr Ziel war es, zurück ins Herz ihrer Feinde zu gelangen. Die Virgo schwebte in einer stabilen Umlaufbahn über Keloria. Vivian hatte schon längst die Tarnvorrichtung des Schiffes aktiviert. Sie wählte einen Nachtsektor des Planeten, einen Wohnbereich mit minimaler Aktivität. Vivian zappte in ihrem Schutzanzug, der ihr eine völlige Unsichtbarkeit garantierte, direkt zur Oberfläche. Die Dunkelheit umhüllte sie wie ein alter Freund. Die Töne und Geräusche in diesem Sektor waren unheimlich. Das gelegentliche Windrauschen klang wie das Flüstern von Geistern. Doch sie hatte keinen Raum für Angst. Sie hatte eine Mission. Mit einem kleinen Holoscanner ausgerüstet, durchstreifte sie die Straßen und suchte nach Hinweisen, die Elenary entlarven könnten. Jedes Geräusch, das Kichern eines Kindes oder das Scharren eines Tieres, schärfte ihre Sinne. Es war, als wäre Keloria ein lebendiger Organismus, der ständig nach Bedrohungen Ausschau hielt. Plötzlich bemerkte Vivian eine Unterbrechung in der Dunkelheit. Ein flackerndes Licht aus einem Fenster lenkte ihren Blick auf ein Gebäude, das von einem Sicherheitsschild umgeben war. Das Gebäude wirkte seltsam deplatziert. An diesem Ort hätte niemand ein so gut gesichertes und dermaßen getarntes Gebäude erwartet. Zwei Wachmänner an der Türe bestätigten Vivians Verdacht, dies musste ein verstecktes Regierungsgebäude sein. Mit einem eindringlichen Gefühl von Zweckmäßigkeit und Adrenalin überbrückte Vivian die Straßen
und schlüpfte durch eine Seitentür ins Innere. Die Archive waren geräumig, die Wände geschmückt mit holographischen Bildern und historischen Aufzeichnungen über das Imperium, das hier vorherrschte. Ihre Finger fanden den Scanner, als sie eilig durch die Akten blätterte und nach allem suchte, was sie über Elenary finden konnte. Plötzlich spürte sie eine Präsenz hinter sich und drehte sich hastig um. Es war ein Mann, der in der tiefen Dunkelheit eine schemenhafte Figur entblößte. Seine Augen blitzten mit der Erkenntnis und sofort wusste sie, dass ihr heimlicher Ausflug trotz ihres Schutzanzugs nicht unbemerkt geblieben war. »Wer bist du?«, fragte er mit einer tieferen Stimme. »Was machst du hier?« Vivian setzte zu einer Erklärung an, doch die Worte blieben ihr im Hals stecken. Sie erkannte, dass dies kein gewöhnlicher Wächter war. Obgleich sie den ersten Impuls verspürte zu fliehen, wusste sie, dass sie mutig sein musste. In diesem Spiel aus Geheimnissen und Verwirrung war es entscheidend, Verbündete zu finden. »Ich bin hier, um die Wahrheit über Elenary herauszufinden«, gestand sie schließlich, die Wahrheit brennend in ihren Worten. »Und ich bin bereit, mein Leben dafür zu riskieren.« In diesem Moment schien die Luft stillzustehen. Der Mann sah sie überrascht an, dann, mit einem kleinen Lächeln, nickte er. »Dann vielleicht sind wir auf der gleichen Seite.« Vivians Herz raste. Sie hatte einen Verbündeten gefunden. In einem Universum voller Gefahren und Geheimnisse war dies die Chance, die sie benötigt hatte. Gemeinsam würden sie die Schatten von Keloria durchdringen und das Geheimnis Elenaris endgültig lüften. Doch es war nur der Anfang eines noch größeren Abenteuers, das sie in die tiefsten Abgründe der Dimension Grota führen würde. Die Tür zum geheimen Archiv quietschte leise, als Vivian sie hinter sich schloss. Ein schwaches Licht aus blitzenden Kristallen beleuchtete den Raum und die Atmosphäre war von einem übernatürlichen Gefühl durchzogen, das voller Geheimnisse und unerforschter Wahrheit steckte. Die Wände waren aus glattem, metallischem Material, das sich leicht in den Farben des schimmernden Lichts verfärbte, während sie schüchtern einen Schritt voranmachte. Vor ihr erstreckte sich ein weitläufiger Saal mit hohen Decken, die durch komplizierte geometrische Muster gekennzeichnet waren, die sich beim näheren Hinsehen als holographische Projektionen entpuppten. Diese Bilder erzählten die Geschichte von Keloria, von kriegerischen Auseinandersetzungen, triumphalen Siegen und dunklen Intrigen. Jedes Bild wirkte lebendig, als ob die Protagonisten der Geschichte sie belehren wollten. Vivian ließ ihren Blick über die Regale gleiten, die bis zur Decke reichten. Sie waren überfüllt mit Datakristallen, Dokumenten in schimmernden Umschlägen und fremdartigen Artefakten. Eines der Regale war geöffnet und ein arkanes, leuchtendes Buch lag auf einem Tisch in der Mitte des Raums. Seine Seiten waren aus einem unbekannten Material und scheinen in verschiedenen Sprachen und Symbolen zu pulsieren. Geduldig trat sie heran und ließ ihre Finger über den Tisch gleiten. Zu ihrem Erstaunen waren die Informationen über Elenary und ihre Machenschaften nicht in den verschlossenen Akten versteckt, sondern in den holographischen Projektionen, die die Wände zierten. Mit einer bewussten Bewegung aktivierte sie einen Holoprojektor in unmittelbarer Nähe. Ein Bild erschien in der Luft, das eine Zusammenstellung von Berichten und Informationen über hochrangige Familien des Imperiums zeigte. Die Aufzeichnungen flackerten und nahmen Form an, und das Gesicht ihrer Großtante tauchte auf. Elenary wirkte kühl und berechnend, mit funkelnden Augen, die schelmisch in die Kamera schauten. Eine Untertitelung begann, Vivians Herz schlug schneller, als sie den Text las. Sie plant die vollständige Übernahme der planetaren Macht. Kein Führer wird leben, wenn er sich ihr widersetzt. Vivians Gedanken rasten. Elenary hatte nicht nur ihre Familie ermordet, sondern sie plante auch, die gesamte Kontrolle über Keloria an sich zu reißen. Der Gedanke, dass er, ihr Großvater, noch am Leben sein könnte, ihm so nahe, das brannte in Vivians Seele wie ein glühendes Eisen. Sie tat so, als könnte niemand in den Raum eindringen, während sie versuchte, die gewaltigen Informationen zu verarbeiten. Inmitten des holographischen Geschehens fiel ihr ein weiterer Datakristall ins Auge, der in einem etwas abgenutzten Regal stand. Es schien älter und bedeckter mit Staub zu sein als die anderen, und seine Umrandung war in ein tiefes Rot getaucht, was ein Gefühl von Bedrohung und Geheimnis vermittelte. Vivian zögerte kurz, dann griff sie zum Kristall und legte ihn in einen holographischen Scanner, den sie auf dem Tisch entdeckte.
Als sich das Licht des Scanners entzündete, umhüllte es den Kristall und projizierte feindselige Pläne und Strategien von Elenarys Komplizen. Die Bilder zeigten geheime Gespräche, die in dunklen Schattenräumen stattfanden. Es war eine Verschwörung, die sich über Jahre zusammenbraute, mit einer Vielzahl von Gefolgsleuten, die bereit waren, das Imperium zu destabilisieren, um Elenary zu unterstützen. Verräter, die unseren Familienmord teilen, murmelte sie, als sie die Namen las. Die Paranoia hatte kein Ende und die Manipulation war tief verwurzelt in der Gesellschaft von Keloria. Sie wusste, dass sie nicht nur mit Elenary, sondern auch mit einem ganzen Netzwerk von Lügen und Komplotten konfrontiert war. Plötzlich begann ein Geräusch, eine Art Klacken, das im Raum widerhallte. Jemand war in der Nähe. Vivian spürte den Adrenalinschub in ihren Adern und versteckte sich hinter einem der Regale, während sie die holographischen Bilder auf dem Scanner im Hinterkopf behielt. Es war der perfekte Moment zum Handeln. Sie hielt es für notwendig, die gesammelten Informationen zur Vergo zurückzubringen, um ihre Crew zu warnen. Die Entdeckung im Archiv war mehr gewesen als nur ein Blick in die dunkle Geschichte Kelorias. Es war der erste Schritt in einen Wettlauf gegen die Zeit, um die Pläne einer ebenso mächtigen wie gefürchteten Rivalin zu durchkreuzen. Vivian wusste jetzt, dass der Schatten ihrer Großtante über alles schwebte, und sie hatte ein neues Ziel, die Zerschlagung dieser Verschwörung und das Triumphieren über die Dunkelheit in ihrer eigenen Familie. Vivian duckte sich hinter das Regal, das von einem Hauch von Staub und Geheimnissen umgeben war. Ihr Herz pochte in ihrer Brust, während sie dem Geräusch lauschte, das immer näher kam. Es war das Scharren von Stiefeln auf dem harten Boden. In diesem Moment wurde ihr klar, dass die Zeit drängte. Sie hatte nicht nur die Informationen über Elenary und ihre Machenschaften entdeckt, sondern auch das geflüsterte Potenzial eines noch größeren Geheimnisses. Durch die Lücke in den Regalen konnte sie einen Wachmann erkennen, der hastig das Archiv durchstreifte. Sein Gesicht war hart und misstrauisch, während er die Schatten musterte. Vivian hielt den Atem an, ihre blauen Augen fixierten den Holoscanner, der immer noch die letzten Bilder von Elenarys verschwiegenen Plänen projizierte. Es war kein Zufall, dass sie in diesem Moment so viele Informationen über ihre Feinde gesammelt hatte. Als der Wachmann sich umwandte und eine andere Richtung einschlug, wagte Vivian es, ihre Position zu verändern. Sie huschte hastig zu einem anderen Regal und wiederholte den Prozess, tief durchzuatmen, während sie das nächste Artefakt entdeckte. Einen weiteren Datakristall, diesmal größer und schwerer, verziert mit komplizierten, sichtbar pulsierenden Glyphen. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Angst aktivierte sie den Scanner erneut und legte den Kristall darauf. Sofort leuchtete der Raum auf und eine Reihe von holographischen Bildern und Daten wurde skizziert. Vivian hielt den Atem an, als sie erkannte, dass dieser Kristall echte Aufzeichnungen von Elenarys geheimen Verhandlungen mit verschiedenen Fraktionen und mächtigen Individuen des Imperiums enthielt. Elenary hatte nicht nur ihre Familie im Visier, sie strebte eine Allianz mit Schwarzmarkthändlern und kriegerischen Fraktionen an. Vivian blätterte schnell durch die Daten. Namen, Orte, Zeiten. Alles stimmte überein mit dem, was sie über die Dunkelheit gewusst hatte, die Keloria heimsuchte. Die Frau hatte einen Plan zur Expansion ihrer Macht entworfen, indem sie Armeen durch Waffenlieferungen aufbaute und Korruption unter den herrschenden Klassen verbreitete. Doch das war nicht alles. Unter den Aufzeichnungen fand sie ein geheimes Dokument, das eine Liste von Zielen enthielt. Jedes dieser Ziele war ein wichtiger Punkt auf dem Planeten, von Militärstützpunkten bis zu politischen Schaltzentren. Vivians Puls beschleunigte sich, als sie erkannte, dass Elenary nicht nur eine Machtübernahme plante, sondern dass sie auch einen Plan hatte, die gegen sie gerichtete Opposition systematisch auszulöschen. Aber inmitten der düsteren Informationen stieß sie auf etwas Unerwartetes. Eine Datei, die als »Das Vermächtnis der Archon« betitelt war. Neugierig aktivierte sie die Datei und das holographische Bild eines alten majestätischen Gebäudes erschien vor ihr. Es hatte die Form eines Tempels, dessen Wände für ihre Zeit außergewöhnlich verziert waren, Zeichen von uralter Technologie und mystischen Symbolen. Die Erwähnung der Archon beschäftigte sie. Renox hatte oft davon gesprochen, jedoch immer in einem Zusammenhang voller Warnungen und Dunkelheit. Es war das alte Herz von Keloria,
das lange vergangene Herrschaft dieser mysteriösen Zivilisation, die es geschafft hatte, die Geister der damaligen Zeit an ihren Ort zu binden. Entschlossen las sie weiter. Der Text offenbarte, dass die Archon nicht nur ein Relikt aus der Geschichte waren, sondern auch Träger enormer Energie und eines technologischen Wissens, das kaum zu begreifen war. Gerüchte besagten, dass die Archon über ein Artefakt verfügte, das die Möglichkeit bot, die Dimensionen zu beeinflussen, eine geheime Waffe, die in den falschen Händen verheerende Folgen haben könnte. Vivian war sich nun sicher, dass dies Elenarys ultimativer Plan war. Sie würde nicht nur das Imperium destabilisieren, sondern auch nach dem Vermächtnis der Archon streben, um unbegrenzte Macht zu erlangen. Während sie vor dem Holobild stand, einen inneren Konflikt durchlebte, wurde ihr klar, dass dies ihre einzige Chance war. Sie musste Elenary nicht nur aufhalten, sondern auch verhindern, dass sie in den Besitz dieser Technologie gelangte. Plötzlich hörte sie ein lautes Geräusch. Die Tür des Archivs wurde aufgerissen. Der Wachmann war zurück und hinter ihm standen zwei weitere Personen, sichtbar kampfbereit mit Waffen in der Hand. Es blieb Vivian keine Zeit mehr. Sie packte den Datakristall, der die Pläne ihrer Großtante festgehalten hatte, und entschloss sich, die Konfrontation zu suchen. Adrenalin flutete durch ihre Adern, als sie einen Ausweg aus der ausweglosen Situation suchte. Doch in ihrem Inneren wusste sie, dass die neu gewonnenen Informationen über die Archon entscheidend sind für das Überleben der freien Zivilisation von Keloria. Mit der Entschlossenheit eines Kriegers, der für die eigene Familie kämpft, schlüpfte sie in die Schatten des Archivs und bereitete sich auf das Zeppen vor. Die Geheimnisse, die sie entdeckt hatte, waren nicht nur Teile der Vergangenheit, sie waren der Schlüssel zur Zukunft, und dort draußen warteten sowohl Gefahr als auch Befreiung. Vivian hielt den Datakristall fest in der Hand, während ihr Herz in ihrer Brust hämmerte. Die Erinnerung an die aufgeworfenen Geheimnisse der Archon ließ sie nicht los. Sie spürte das Gewicht der Verantwortung auf ihren Schultern und erkannte, dass das, was sie entdeckt hatte, nicht nur in den Händen ihrer Großtante Elenary lag, sondern sich auch auf das Schicksal von Keloria und möglicherweise darüber hinaus auswirken würde. In diesen kostbaren Augenblicken des Nachdenkens wurde ihr klar, dass sie nicht nur die Dunkelheit, die Elenary umhüllte, bekämpfen musste. Es ging um viel mehr, um ein uraltes Erbe, das unter dem Staub der Geschichte verborgen war, und um eine Macht, die alles verändern konnte. Die Archon, einst eine Zivilisation, die für ihren unermesslichen Einfluss und ihre geheimnisvolle Technologie bekannt war, war für ihre bösartige Großtante mehr als ein Ziel. Sie war der Schlüssel zur Dominanz. »Ich kann das nicht zulassen«, flüsterte sie selbstsicher, während sie im Schatten des Archivs hockte. Ihre Gedanken wirbelten wild und sie überlegte, wie sie die Informationen über die Archon an die Öffentlichkeit bringen konnte. Wenn sie es schaffte, diese Geheimnisse ans Licht zu ziehen, könnte sie die Machenschaften Elenaris vereiteln und dazu beitragen, dass die Kräfte des Imperiums zur Vernunft kämen. Mit einem seelischen Ruck warf sie die Gedanken an Angst und Zweifel über Bord. Vivian wusste, dass sie allein keine Macht gegen Elenary und ihre Gefolgsleute hatte. Sie benötigte Verbündete, und je mehr sie über die Archon herausfand, desto klarer wurde ihr, dass sie die gespeicherten Geheimnisse offenbaren und damit andere dazu inspirieren könnte, sich ihr anzuschließen. Ein Bild von ihrem Großvater, dem einzigen Überlebenden ihrer Familie, schoss ihr in den Kopf. Er hatte sie beschützt und ihr die Freiheit gegeben, zu wachsen. Jetzt war es an der Zeit, sein Vermächtnis zu ehren und die Kette des Todes und der Dunkelheit zu durchbrechen. Es war nicht nur eine persönliche Mission. Es war eine erbitterte Aufgabe, die ihr ganzes Wesen füllte. Vivian hatte von den zerstörerischen Kräften der Archon gehört, aber sie hatte auch Gerüchte über die möglichen Vorteile gehört, über die Technologie, die den Menschen helfen könnte, sich selbst nicht nur zu verteidigen, sondern auch zu erblühen. Sie nahm die Entdeckung der Archon als Chance, nicht nur um ihre Rache gegen Elenary zu vollziehen, sondern auch um ihr Volk vor einer finsteren Zukunft zu retten. »Ich werde es tun«, murmelt sie entschlossen und fühlte sich, als wären ihre Beine durch die Erde verwurzelt. Sie sammelte sich und ging zurück zum Holoscanner, um die Informationen über die Archon zusammenzustellen. Sie würde alles aufzeichnen, jede noch so kleine Spur dokumentieren, die sie finden konnte.
Die Aufzeichnungen waren der Schlüssel und sie beabsichtigte, die Wahrheit zu enthüllen. Gerade in diesem Moment hörte sie die Schritte der Wachen näher kommen. Es war Zeit zu zeppen, aber nicht ohne einen Plan. Sie wollte das Wissen über die Archon und die Machenschaften Elenaris in die Hände von Menschen bringen, die bereit waren, etwas zu verändern. Sie dachte an ihre Crew auf der Vergo. Sie waren nicht nur ihre Crew, sondern wahre Freunde und Verbündete. Mit dem Datakristall in der Tasche und dem unerschütterlichen Entschluss in ihrem Herzen schlüpfte sie aus dem Archiv in die Dunkelheit der Nacht. Ihr Geist wirbelte vor Ideen. Wo könnte sie anfangen? Es gab so viele Menschen, die bereit waren zu kämpfen, aber sie brauchte einen Weg, um alle diese zusammenzuführen. Als sie in die Nacht schlüpfte, war ihr Entschluss klar. Sie würde die Dunkelheit durchdringen, sich selbst unermüdlich dem Kampf gegen die Tyrannei ihrer Großtante stellen und all das, was das Erbe der Archon verkörperte, ans Licht bringen. Sie würde nicht aufgeben, bis diese Wahrheit die Schatten vertrieb und die Menschen von Keloria befreite.